Damit grüße ich euch zurück bei Longest Journey. Ja, wir mussten leider den Part wieder mitten im Gespräch trennen. Und diesmal haben wir hier mit der Emma gesprochen. Und ja, wir werden sie jetzt mal weiter ausfragen, mal wieder über Cortez. Was hältst du von Cortez? Was ich von ihm halte? Im Sinne von, was ist an dem Typ dran? Naja, wenn du es so sagst, okay. Weißt du, Cortez ist ziemlich witzig. Alle meinen, sie kennen ihn. Sie halten ihn für Plemplem, als wäre er der Dorfassi. Aber das stimmt nicht. Ich habe mich mit Cortez unterhalten. Der Typ ist genial. Schräg und nicht ganz da. Er glaubt an Aliens und so. Aber Mädchen, der Mann hat was drauf. Ich meine nicht wie ein Prof, aber er hat Lebenserfahrung, hat eine Menge erlebt und weiß, was los ist. Und der Mann ist gebildet. Du kannst ihn auf alles ansprechen. Kunst, Musik, Bücher. Er kennt sich mit allem aus. Dabei hängt er doch nur rum und tut nichts. Verreist auch nie. Manchmal denke ich, er wartet auf etwas. Oder jemanden. Vielleicht auf seinen Drogenkurier? Spinner. Nein, so abgefahren ist er nicht. Er redet zwar manchmal komisches Zeug, aber der Mann ist völlig klar im Kopf. Nee, auf Amatin oder so fährt er nicht ab. Und noch was. Ich finde ihn süß. Was? Süß. Emma, er ist, was, 60? Hast du ihn mal in die Augen gesehen? Er hat junge Augen, nicht wie ein 60-Jähriger. Der sieht besser aus als die Typen, mit denen ich ausgehe. Und er ist netter. Emma, hast du sie noch alle? Ich meine, ein 60-Jähriger mit einem Pferdeschwanz und exotischem Akzent. Hallo? Wir werden ja sehen. Ja, dass Emma einen komischen Männergeschmack hat, haben wir jetzt doch mal eindeutig bewiesen bekommen. Gut, dann fragen wir mal über Charlie. Hast du heute schon mit Charlie gesprochen? Ja, ganz kurz. Warum? Nur so. April, hat er irgendwas gesagt? Worüber? Nichts. Ich meine, ich weiß nichts. Bestimmt nicht. Ich will nicht lügen, aber er... Ach, vergiss es. Reiß dich zusammen, Mädchen. Sperr mal die Augen auf. Das heißt, lieber doch nicht. Das Leben kann einen ganz schön verletzen. Herr Fiona hat ja auch schon so Andeutungen gemacht. Aber April, irgendwie will sie nicht sehen, was anscheinend offensichtlich ist für alle anderen. Hast du deine Skulptur für die Ausstellung fertig bekommen? Fast. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ich lasse sie erstmal so, damit ich sie nicht verderbe. Und du? Ach, frag lieber nicht. Ich hoffe immer noch, dass sich das Bild von alleine zu Ende malt. Wunder gibt es immer wieder. Aber verlass dich lieber nicht drauf. Ach, ich muss es rechtzeitig fertig bekommen. Das wirst du. Sonst trete ich dir so in den Hintern, dass du... Schon gut, ich hab's kapiert. Danke für die Anregung. Das wäre alles. Gut, dann hätten wir mit Fiona... nicht Fiona, mit Emma alles durchgesprochen. Bis später. Ciao. Schauen wir mal, was Marco sagt, der irgendwie nach Pfarrer aussieht mit seinem weißen Kragen und seinen schwarzen Klamotten, mein aber naja. Eigentlich Emmas Freund, Markus. Ein Kommilitone von der Wawa. Man kann ihn eh nicht ansprechen anscheinend. Gut, hier ist noch ein Poster. Schauen wir mal, was April dazu sagt. Tom's Follies. Gut, dann gehen wir mal zur U-Bahn. Die wir ja schon gesehen haben, wo sie ist. Und zwar war der Ausgang hier drüben. Kann sich nur mehr um Stunden handeln. Ja, hier sind wir. Hier geht es rund in die U-Bahn. Gut. So, hier haben wir jetzt... Gehen wir jetzt rein, weil der Bahn kommt gerade. Oh, Mist. Oh nein. Ich muss mich scannen lassen. Jeder Umgehungsversuch wird mit 5 Jahren ja. Zuchthaus geahndet. Mindestens. 5 Jahre Zuchthaus für Schwarzfahren. Ist nicht übertrieben. Haben wir uns die Karte schon angeschaut? Eine Freikarte für die Ausstellung Wachstumsschmerzen in der Galerie Roma. Ja, haben wir schon. Gut. Ja, dann schauen wir uns hier den Ticketautomat an.
Jetzt mit dem DNS-Scanner. Hier unten steht, wie es funktioniert. Also, bleib hinten dran, drücke ich einen Knopf, wedle mit meiner Geldkarte vor dem elektronischen Auge und bleibe 2 Sekunden lang stillstehen. Gut, stillstehen kann ich. Dann machen wir das. Wir jetzt gleich eine Wochenkarte kaufen. Ich kaufe am besten eine Wochenkarte. Und Cashkarte ist es offen. Halten wir jetzt die Geldkarte hin. Wir werden gescannt und dann können wir endlich in die U-Bahn steigen. $15 von Geldkarte abgezogen. Sie können jetzt eine Woche lang alle Züge der Metrolinie benutzen. Und nicht vergessen, Genfälschung ist ein Bundesverbrechen. Haltet eure Gene sauber. Einen schönen Tag noch. Wir werden es versuchen. Also, schönen Tag. Gut, jetzt können wir hier rein. Der Kerl steht immer noch vor der U-Bahn und will nicht einsteigen. Na, nehmen wir. So. Schauen wir uns erstmal hier drin um. Ja, sind der Einzige hier drin. Auch schön. Schmiererei. Naja, ziemlich abgefahren. Mhm. Na gut. Bildschirm? Bildschirme gibt es überall. Man kann ihnen nicht entkommen. Ja, sonst ist hier drin ja nichts. Zeitung können wir nicht lesen. Ebel können wir uns noch anschauen. Das kennen wir ja schon. Ja, dann schauen wir uns die U-Bahn-Karte an. Hier sind wir hergekommen aus East Venice. Jetzt müssen wir hier zur Watertown-Brücke. Hier sehen wir schon. So, hier im Hintergrund haben wir schon Roma-Galerie. Zwei Kerle hier schon mal. Also die Frau und den Trommel schauen wir uns noch schnell an. Noch ein Amatin-Opfer. Okay. Der Arme ist High vom Amatin. Es heißt, der Rhythmus leidet als erstes darunter. Das merkt man eindeutig an seinem rhythmischen oder nicht rhythmischen Trommel. Na gut. Großer Sound aus so einer kleinen Kiste. Dann gehen wir schnell in die Galerie, damit wir hier ein paar Tests treffen und aus dem anscheinenden Drogenviertel hier wieder rauskommen. Hallo, Sir? Sir? Ja. Ich leg meine Eintrittskarte hier hin, ja? Der nimmt seinen Job ziemlich ernst, aber dass sie sowieso Freikarten herschenken, wird es relativ egal sein. Ja, hier haben wir eine Kasse, kann man die plündern? Sauber. Ja, wenn es nur Freikarten gibt, kein Wunder. Nicht viel los heute. Gut, was haben wir hier? Ein scharfkantiger Schwan. Mit viel Fantasie. Da draußen ist absolut nichts. Nur eine Stadt und der Rest der Welt. Was hier hübsches? Ein kleines, nacktes Wesen mit Schnauze. Interessant. Wie das meint. Na gut, hier haben wir schon unseren Freund Cortez oder was auch immer. Wird auch Zeit, dass du kommst. Wird Zeit? Ich hab über... Mira, das Bild hier. Schau es dir an. Ja, also, als erstes werden wir es mal wegen heute Morgen schreiben. Wir waren ja doch sehr unhöflich zu ihm, also... Wegen heute Morgen. Wegen heute Morgen. Entschuldigung angenommen, Senorita. Bei der Hitze vergisst man sich leicht. Aber ich habe... Schau dir nur das Bild an. Ja, wenn wir ja jetzt so freundlicher sein wollen, werden wir das machen. Ja. Eine hübsche Arbeit. Durchaus. Es ist hübsch, aber mehr als das. Sieh genauer hin. Wer hat es gemalt? Ein Junge namens Warren Hughes. Ich kannte ihn und seine Familie recht gut. Aber er malt nicht mehr. Wonach suche ich denn? Was siehst du? Ja. Ich sehe einen Jungen, der ein Mädchen umarmt. Und? Wahrscheinlich sind sie ein Paar. Sie gibt ihm den Laufpass. Er wirkt todtraurig. Ja, schon, aber vergiss die Geschichte. Was siehst du? Ein Ölgemälde. Ich sehe ein Ölgemälde von 2 Menschen, die sich umarmen. Mehr nicht? Sieh doch genauer hin. Sieh nur. Ich sehe eine Aussage über einen Verlust. Der Junge umarmt ein Mädchen. Er müsste glücklich sein. Stattdessen trauert er bereits. Er wird sie verlieren. Aussagen? Was sollen Aussagen? Sag mir, was du siehst. Ich sehe Kunst. Kunst, ja. Und darüber hinaus?
Also irgendwie ist er mit keiner unserer Antwort zufrieden. Na, vielleicht finden wir hier was. Ich will mal sagen, wir sehen hier die Wahrheit. Wahrheit? Genau. Wahrheit. Dieses Kunstwerk enthält eine tiefere Wahrheit. Es hat eine Seele. Wie kann ein Bild eine Seele besitzen? Es hat eine Seele, weil es ein Wesen, ein Herz besitzt. Die Erinnerung an das Bild wird dir erhalten bleiben und dein Unterbewusstsein bereichern. Es hinterlässt einen bleibenden Eindruck, ohne dass du weißt, warum. Es ist nur von einem Kind gemalt, kein Monet oder Picasso. Du sprichst über Technik. Nicht jeder Van Gogh oder Michelangelo ist ein Kunstwerk, obwohl sie alle von großer Technik und Kunstfertigkeit zeugen. Und die Kritzeleien eines Fünfjährigen sind technisch selten brillant. Dafür können sie durchaus eine Seele besitzen und wahre Kunst sein. Wahre Kunst hat also nichts mit Können zu tun? Was ist dann Kunst, wenn jeder Laie etwas Echteres zustande bringt als ein ausgebildeter Künstler? Kunst ist dennoch das Werk von Künstlern. Aber Technik und Kunstfertigkeit alleine sind nur Vorgaben. Um wahre Kunst zu erschaffen, muss der Künstler sich in seine Arbeit versetzen, sie betreten, um hinter der Illusion die Wahrheit der Kunst zu erlangen. Und was ist die Wahrheit der Kunst? Wer weiß? Das frage ich mich seit Jahren. Wie bitte? Du weißt es nicht? Und wozu dann der Vortrag über Wahrheit und Illusion? Warum bin ich denn überhaupt hier? Weil... Du hast mich ja noch nicht mal hergebeten. Ich fahre in Venice herum, enträtsele eine Botschaft, gebe mein letztes Geld für eine U-Bahn-Karte aus und muss mir jetzt anhören. Du hast heute etwas gesehen. Einen Wachtraum. Du kannst ihn nicht erklären und bist deshalb hier, nicht wahr? Ja, liebe Ebel, es hat sich einiges von dem, was der Cortez sagt, vielleicht im Hinterkopf behalten. Als Kunststudentin sicher sehr lehrreich, die Sachen, was er hier ihr nahegelegt hat. Gut, also da wir ja nett sein wollen, hat man einfach mit Stimmt drauf. Stimmt. Gut, ich versuche alles zu erklären. Hab etwas Geduld. Kunst und Wahrheit, April. Manches wirkt echt, ist es aber nicht. Anderes scheint unwichtig zu sein, ist aber unbezahlbar. Wie Warrens Gemälde und deine Träume. In Träumen und in den Bildern, die sie erschaffen, vereinigen sich Wahrheit und Illusion. Schwierig wird es nur, sie zu unterscheiden. Also sind meine Träume wahr? Es geschehen Dinge und du brauchst meine Hilfe, um die Wahrheit von der Illusion zu unterscheiden. Klingt logisch. Gut. Ich bin froh, dass du es verstehst. Ich habe kein Wort verstanden. Was haben Kunst, Wahrheit, Träume und Illusionen mit mir zu tun? Es geschehen Dinge und ich hatte gehofft, du glaubst und hilfst mir. Ich dachte, wenn man alles durchgeht, ergibt sich eine vernünftige Erklärung. Aber nein. Meine Träume sind angeblich wahr. Ich brauche deine Hilfe und es geschehen Dinge. Klar, es geschieht laufend was. Und? Est bien. Ich verstehe, dass du mir nicht glauben magst, Senorita. Ich kann dich jetzt nicht überzeugen. Wir sollten uns morgen treffen. Was? Such mich morgen auf, dann erkläre ich dir alles. Oh, bestimmt nicht. Nicht nochmal. Deine Neugier wird dir keine Wahl lassen. Rätsel ziehen dich an. Und trotz deiner Skepsis bist du davon überzeugt, dass ich deine Fragen beantworten kann. Ja? Nein, mir ist das egal. Ich will nur ein normales Leben ohne Albträume, Visionen und geheimnisvolle Fremde führen. Comprende, amigo? Ay, Dios mio, schon so spät? Ich muss los, Senorita Ryan. Wir sehen uns also morgen. Ich sagte... Auf Wiedersehen. Also, entweder hört er uns einfach nicht zu, oder er weiß irgendwas, was wir nicht wissen, oder hängt irgendwie mit meinen, also mit Aprils Wachträumen und Albträumen zusammen. Aber mal schauen. So, da wir jetzt eigentlich alles für den heutigen Tag erledigt haben, natürlich, würde ich sagen, wir mal nach Hause schauen und ja, überlegen, was wir halt so den Abend über machen, da wir ja abgelehnt haben, dass wir arbeiten wollen. Wir haben uns irgendwie was anderes vornehmen müssen.
Mickey ist ja auch da. Hm? Wir mal kurz mit dem... Erstmal ansehen. Mickey ist kein notorischer Filmgucker. Meistens werkelt sie im Haus. Im Gegensatz zu Fiona. Deshalb verstehen die beiden sich wohl so gut. Untertitel wieder was anderes, als was da ausgesprochen wird, aber ergibt denselben Sinn. Na, reden wir mal mit Mickey, was sie zu sagen hat. Was gibt's Neues, Mickey? Das Heißwasser läuft endlich. Du kannst also wieder warm duschen. Hm. Willst du damit etwas sagen? Fragen wir mal. Riech ich denn so? Nein, das meine ich nicht. Ich wollte nur, dass du weißt, dass es wieder warm Wasser gibt. Danke, Mickey. Klar. Na, frag mal, was überhaupt mit der Rohrleitung los war. Was war mit der Rohrleitung? Alt, einfach verbraucht, wie alles in Venice. Zweimal jedes Jahr friere ich mir im Kanal den Hintern ab, um die Leitung zu flicken. Ich mache es ja gerne. Vor allem, wenn meine sogenannte Partnerin es sich den lieben langen Tag auf dem Sofa gemütlich macht. Einfach ein Traumpaar. Naja, fragen wir mal wegen Albträumen. Du hattest vorige Nacht einen Albtraum? Ach, hat sie dir das erzählt? Kann ihren Schnabel einfach nicht halten. Du wohl auch nicht. Als ob dein Geschrei nicht das halbe Haus geweckt hätte. Außerdem hat jeder mal Albträume, auch wenn du es nicht zugeben magst. Tut mir leid, ich wollte keinen Streit anfangen. Ich hatte nur auch einen Albtraum. Na, viel Glück mit deinen Fragen. Die eiserne Lady ist so gut gepanzert, die zeigt keinen Riss in der Rüstung. Wir sind doch eine starke Frau. Halt die Klappe, Fiona. Nur einmal, ja? Es stimmt, ich hatte einen Albtraum, aber der geht dich nichts an. Also lass es gut sein. Ich wollte nicht neugierig sein. Schon gut. Ich rede nur nicht gerne über meine Träume. Wir sehen uns dann später, Mickey. Klar. Na gut, reden wir nochmal mit Fiona. Ist ein bisschen freundlicher zu uns. Sitzt du schon den ganzen Tag hier? So ziemlich, Liebes. Ich schlage schon Wurzeln. Und wie war's heute bei dir? Ja, ich würde sagen, ein merkwürdiger Tag war das. Es war ein merkwürdiger Tag. Wie das? Kennst du das Gefühl, morgens aufzuwachen und nicht zu wissen, ob du vielleicht noch träumst? So geht's mir jeden Morgen, Liebes. Da wirkt ein heißer Kaffee Wunder. So geht's mir aber den ganzen Tag. Ziemlich seltsam. Und wie ist es dir ergangen? Erschütternd normal, fast schon deprimierend. Ich habe kurz vor die Tür geschaut, aber das hat schon gereicht. Was siehst du dir gerade an? Nichts Besonderes. Heute Abend wollen wir uns vielleicht einen Film anschauen. Oh, welchen denn? Da gibt's ein paar gute neue Filme. Kennst du Victory Hotel schon? Nein. Ist der gut? Soll er jedenfalls sein. Vielleicht sehen wir uns den an. Gut, damit wir ja vorher schon ausgefragt haben sollen. Wir sehen uns später, ja? Alles klar, Liebes. Schaust du den Film mit uns an, April? Prima Idee, das mache ich. Mit dem Film Victory Hotel zwar anders vorgestellt als eine Naturdoku, aber ja. Gut, also wir sind jetzt hier mit dem Kapitel 2. Und ich muss Cortez suchen. Verrückt oder nicht? Cortez ist der Einzige, der mir erklären kann, was los ist. Da Cortez schon wusste, dass wir jetzt mit ihm reden wollen heute, natürlich die Frage, ob er nicht damit drinnen hängt. Ja, lass uns überraschen. Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Ich wünsche euch noch alles Gute und bis dann.